auch die Saison 22/23 der zweiten Bundesliga ist mittlerweile beendet und dementsprechend gibt es auch zu dieser Liga eine Reaktion auf meine Prognose von vor der Saison, welches Team am Ende auf welchem Platz landen wird. Und ich würde sagen, auch hier starten wir direkt rein. Ich weiß tatsächlich fast gar nichts mehr, muss ich sagen. Nur so ein bisschen die Tendenzen. Was ich weiß, ist, dass ich Bielefeld auf 1 getippt habe und damit komplett scheitern werde. Beginnen wir auf Platz 18 und da habe ich mit Eintracht Braunschweig eine Mannschaft, zu der ich nicht wirklich viel sagen kann, da ich da eigentlich nichts zu gesehen habe in der Vorsaison. Aber wenn ich mir den Kader jetzt mal so anschaue, ist es für mich schon so von den Namen her der schwächste Kader, trotz der guten Transfers von Dekali und Ferrei. Und daher mein Platz 18. Also Braunschweig auf 18 haben, glaube ich, viele so gesehen oder will mich da gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Letztendlich haben sie es geschafft, wurden 15. Zwischenzeitlich sah es sogar noch besser aus. Haben mich da auf jeden Fall überrascht und im Endeffekt 3 Plätze Unterschied wie zu meinem Tipp. Ja, geht klar. Der zweite feste Absteiger auf Platz 17 ist laut meiner Prognose Jahn Regensburg. Man hat in der Vorsaison eine extrem schwache Rückrunde gespielt nach der guten Hinrunde. Man hat jetzt 3 wichtige Spieler verloren mit Meier, Weghäuser und auch vor allem Besuschkow. Die sonstigen Transfers und die Neuzugänge sind aber dafür recht gut und Zweitliga erfahren, vor allem Mees, der zurück zu Regensburg kommt. Aber mein Gefühl ist halt dann doch trotzdem, dass es auf jeden Fall Abstiegskampf geben wird für Jahn Regensburg und dass es am Ende auf jeden Fall sehr knapp wird und dass sie jetzt nicht extrem abgeschlagen sein werden. Also Regensburg tatsächlich eine Punktlandung. Wusste ich nicht. Ja, tatsächlich, guter Tipp. Platz 16 und damit dem Relegationsplatz habe ich einen weiteren Aufsteiger und zwar den Drittliga-Ersten Magdeburg. Letzte Saison war wirklich überragend, aber man hat jetzt mit Müller und Obermeier 2 Leistungsträger verloren und ich denke, dass es mit dem fußballerischen Ansatz von Trainer Tietz in der zweiten Liga auf jeden Fall schwerer werden wird, aber ich sehe sie dann aufgrund der Qualität dann doch noch besser als die 2 vorherigen Mannschaften und deshalb auf Platz 16. Ja, Magdeburg hatte ich deutlich schwächer eingeschätzt, sah lange auch danach aus, aber dann haben sie wirklich richtig stark losgelegt, haben sich gefangen und ja, einige Siege geholt. Letztendlich waren sie dann 11. im gesicherten Mittelfeld, also 5 Plätze Unterschied ist dann doch schon recht deutlich, aber ja, passiert. Auf Platz 15 habe ich dann den KSC. Karlsruhe hat quasi seine Lebensversicherung verloren mit Philipp Hofmann, der nach Bochum wechselt. Und mit Raab hat man ihn qualitativ, wie ich finde, nur sehr schwach ersetzt. Ansonsten hat man einen sehr jungen, talentierten, aber eben auch verletzungsanfälligen Kader, der meiner Meinung nach auf jeden Fall im Abstiegskampf landen wird. KSC auf Platz 15 ist dann doch schon richtig schwach. Aber ich meine mich zu erinnern, dass die viele wirklich unten drin gesehen haben. Waren sie ja auch am Anfang der Saison, aber auch die haben sich wirklich gut gebessert und sind letztendlich 7. Und da liege ich dann um 8 Plätze daneben, was schon sehr deutlich ist. Aber ich weiß jetzt schon, nächste Saison werde ich die deutlich höher tippen, auch aufgrund Lars Stindl. Aber das sehen wir ja dann zur kommenden Saison in der Prognose davor. Kommen wir zu Platz 14 und damit hätten wir dann alle Aufsteiger abgehakt, denn ich habe auf Platz 14 den 1. FC Kaiserslautern. Dort hat man mit Durm und Lude 2 gute bzw. überragende Transfers getätigt und ansonsten finde ich, dass der Kader jetzt nicht unbedingt auf dem Niveau für die zweite Liga ist, aber ich denke, gemeinsam mit den Fans, die da zahlreich erscheinen werden, kann man auf jeden Fall viel erreichen und den Klassenerhalt schaffen und ich würde ihnen sogar auch eine Überraschung zutrauen, dass sie sogar noch einen Tick besser abschneiden können. Ja, ich habe die Überraschung ihnen zugetraut, habe es aber nicht getippt. Sie waren lange die Überraschung. Zum Glück, sage ich jetzt mal für meinen Tipp, ich hätte sie natürlich gegönnt, weiter oben zu bleiben, sind sie am Ende noch weiter durchgereicht worden. Dennoch auf Platz 9 in echt, ich habe sie auf 14, somit 5 Punkte Unterschied. Ja, war aber auch schwierig zu tippen, ehrlich gesagt. Dennoch auf jeden Fall eine starke Saison von Lautern. Auf Platz 13 ist dann somit die größte Überraschung, die ihr in meiner Prediction finden werdet, denn ich habe dort St. Pauli. Man hat nämlich einige wichtige Spieler verloren, vor allem den Daniel Kofi-Tre, aber auch einen Burgstaller, die halt eben enorm wichtig waren. Im Gegensatz hat man zwar interessante Transfers getätigt, unter anderem mit einem Eggestein, aber ich sehe da dennoch auf jeden Fall erstmal einen Leistungseinbruch, jedoch auf jeden Fall keinen Abstiegskampf. St. Pauli, muss ich sagen, zu meiner Verteidigung sah es ja wirklich so aus, als würden die unten reinrutschen, unter Schulz noch als Trainer, aber seit eben Hürzeler da ist, haben die wirklich fast alles gewonnen, sind letztendlich 5. geworden und somit habe ich auch hier eine Differenz von 8 Plätzen, was halt echt scheiße ist. Aber eigentlich fand ich meinen Tipp gar nicht so schlecht, weil er erstmal eingetreten ist. Aber dass der Kader natürlich von der Qualität besser ist, wusste auch ich. Aber ich dachte halt eben, sie schaffen es nicht, das zu performen. Aber am Ende haben sie die Kurve bekommen und ich bin gescheitert mit meinem Tipp.
Platz 12 habe ich dann eine Mannschaft, die sich normalerweise immer im Abstiegskampf findet, aber sie waren eine der besten Mannschaften in der letzten Rückrunde, und zwar handelt es sich um den SV Sandhausen. Die haben als Stammspieler eigentlich nur Testro verloren und konnten die Mannschaft sogar mit einem Kinzombi vom HSV sehr gut verstärken, und ich sehe sie daher im gesicherten Mittelfeld. Sandhausen, ja, sind letztendlich 18er geworden. Die werden jedes Jahr als Absteiger getippt und steigen nicht ab. Diesmal mache ich es andersrum und sie steigen ab. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, wenn man nur den Kader von ihnen betrachtet, dann dürfen die nicht absteigen. Also ich finde den Kader auf jeden Fall nicht so schlecht, dass die absteigen müssen. Für mich sind es da eher die Personalentscheidungen, was den Trainer angeht, warum sie letztendlich runter mussten. Auf Platz 11 habe ich dann Heidenheim, und da habe ich mich schon echt schwer getan. Oh, aber nein, man hat drei Stammspieler verloren, mit Leipert, Süßing und halt vor allem mit dem besten Spieler, mit Mohr, der zu Schalke gegangen ist. Und man hat jetzt keine wirklichen Transfers getätigt, die die Qualität verbessern, abgesehen von Jan Niklas Beste. Und daher glaube ich, dass sie wohl eher nichts mit dem Aufstieg zu tun haben werden in der Saison. Ja, geil, Heidenheim auf Platz 11, die sind Meister geworden. Ey, also Heidenheim habe ich eigentlich schon eher höher angesiedelt. Dieses Mal nicht, und natürlich steigen sie genau jetzt auf. Also, ey, die Saison habe ich wirklich, was die zweite Liga angeht, von den Tipps her echt verkackt. Aber ja, machen wir weiter. Auf Platz 10 habe ich dann den ersten Absteiger aus der ersten Bundesliga mit der Spielvereinigung aus Fürth. Da ist es so, dass ich den Trainer nicht wirklich einschätzen kann. Was den Kader angeht, hat man viele gute Spieler verloren, allen voran natürlich Jamie Leveling. Dennoch hat man noch viel Qualität im Kader aus der Vorsaison, und man hat auch noch das ein oder andere Top-Talent dazugeholt, wie eben einen Räbiger oder einen Amindo Sieb. Von daher wird sich die Mannschaft auf jeden Fall erstmal finden müssen und daher wahrscheinlich eine bessere Rück- wie Hinrunde spielen. Ja, ob das jetzt stimmt, was ich am Ende gesagt habe, weiß ich gar nicht. Sie wurden 12. Also ja, 2 Plätze Unterschied ist tatsächlich ein echt guter Tipp im Vergleich zu meinen anderen Tipps. Und ja, wir machen weiter. Auf Platz 9 habe ich dann so eine Mannschaft, die ich als kleine Überraschung für die Saison prognostiziere, und zwar Hansa Rostock. Da ist es nämlich so, dass man seit der Änderung der Spielweise eine richtig gute Rückrunde gespielt hat letzte Saison. Sie haben einen guten Torwart mit Kolke, einen guten abschlussstarken Stürmer mit Verhoog und nun auch mit Sebastian Thiel einen Kreativspieler fürs Mittelfeld geholt, der meiner Meinung nach der beste Transfer der ganzen Liga Stand jetzt ist und mit seiner Champions-League-Erfahrung aus letzter Saison definitiv der Mannschaft weiterhelfen kann. Ja, also Thiel ist überhaupt nicht eingeschlagen. Ich habe lange drauf gehofft noch, aber hat einfach nicht funktioniert. Dementsprechend auch Rostock keine Überraschung, wie ich es gesagt habe. Am Ende 13er geworden, waren aber lange wirklich tief unten drin, haben sich dann noch ein bisschen hoch gerettet, aber da liege ich dennoch daneben auf jeden Fall. Auf Platz 8 habe ich einen weiteren Verein aus dem Norden mit Holstein Kiel, und da gab es eine deutliche Leistungssteigerung, seit Rapp als Trainer im Amt ist. Und wenn ich den Kader mir so anschaue, dann finde ich, ist der wirklich gut und auch ziemlich ausgeglichen aufgestellt, und daher ist Kiel für mich auf Platz 8 gut angesiedelt. Also damit die zweite Punktlandung nach Regensburg, auch wenn der Rest wirklich schlecht ist, also mit Punktlandungen habe ich es bis jetzt. Auf Platz 7 habe ich da eine echt interessante Mannschaft, und zwar habe ich da Hannover 96. Wenn man mal auf den Kader schaut, dann ist der rein nominell wieder sehr stark besetzt, wie eigentlich vor jeder Saison in der näheren Vergangenheit. Man hat dazu noch qualitativ gute Neuzugänge mit Besuschkow, Schaub oder auch Nielsen, und zwar waren alle ablösefrei. Aber ich finde, der Kader passt nicht optimal zur Spielweise vom neuen Trainer Leitl, und daher finde ich, dass hier auch eine Eingewöhnungszeit bzw. auch weitere Transferphasen nötig sind, um den Kader dementsprechend anzupassen, damit man dann noch bessere Chancen hat aufzusteigen. Also Hannover, ja. Ich glaube tatsächlich, die meisten haben die höher getippt wie ich, also über 7. Letztendlich wurden sie 10. Und ich glaube, ich bin da sogar am nächsten dran, wenn man es jetzt damit vergleicht, was die Allgemeinheit getippt hat. Und ja, sind natürlich deutlich unter den Erwartungen geblieben. Das habe ich auch so prognostiziert, aber nicht, dass sie wirklich so katastrophal sind teilweise. Also an sich eigentlich keine schlechte Prognose, auch wenn es nicht ganz hinhaut. Kommen wir zu Platz 6 und damit zum SC Paderborn. Der Kader wurde hier größtenteils als zusammengehalten, zumindest so was die Stammspieler betrifft. Und in der Verteidigung hat man sich qualitativ echt gut verbessert, vor allem so was das Preis-Leistungs-Verhältnis betrifft. Man hat viel Ablöse freigeholt, beziehungsweise auch unter Marktwert. Und ich denke, die werden ihren Weg mit Rainer Kwasniok weitergehen und erneut vorne mitspielen. Also die nächste Punktlandung, Paderborn auf 6, eigentlich perfekt analysiert in der Prognose, muss ich nicht viel mehr zu sagen.
Für viele ein echt heißer Aufstiegskandidat, bei mir nur auf Platz 5, ist der 1. FC Nürnberg. Trainer Klaus ist eventuell im letzten Jahr und möchte oben angreifen und der Kader wurde auch gut verstärkt, vor allem in der Breite mit viel Zweitliga-Erfahrung, unter anderem durch Daferner, Weghesser, Winzheimer oder auch Chamara. Aber man hat auch im Gegensatz die Verluste, vor allem von Kraus, der zu Schalke weitergezogen ist und auch von Dovedan. Daher sehe ich sie eher nur auf Platz 5, da die Transfers zwar auf jeden Fall gut sind für die Breite, aber qualitativ sehe ich die jetzt noch nicht ganz in der Zweitligaspitze. Digga, ich verargumentiere das in dem Video, warum ich die so weit unten packe, weil wirklich die meisten damit gerechnet haben, dass sie in die Top 3 kommen. Ich packe sie echt tiefer und am Ende werden die fucking 14er. Ja, also eigentlich wieder ein guter Riecher von mir, dass die nicht so gut sind, wie es die meisten erwarten. Aber am Ende haben sie halt trotzdem komplett reingeschissen. Und der nächste Verein, der laut meiner Prognose knapp am Aufstieg scheitern wird, ist die Fortuna aus Düsseldorf. Krank. Mit Jun hat man einen guten Trainer, der auch eine richtig gute Rückrunde mit ihnen gespielt hat und daran wird man auf jeden Fall anknüpfen. Das Ganze hängt natürlich auch sehr von einem Verbleib von Khaled Naray ab, aber ich glaube für die Aufstiegsplätze wird es im Endeffekt hin wie her nicht ganz reichen, da man den Kader mit Transfers jetzt auch nicht unbedingt verbessern konnte bis jetzt. Also Düsseldorf, die nächste Punktlandung. Ich habe es schon so ein bisschen noch in Erinnerung gehabt und ja, passt eigentlich recht gut, wie ich es gesagt habe. Bloß, dass sie nicht ganz so nah am Aufstieg dran waren, was jetzt die Punkte angeht, aber ansonsten passt es. Auf dem Relegationsplatz habe ich da eine Mannschaft, die schon in der Vorsaison für Furore sorgen konnte, und zwar handelt es sich dabei um Darmstadt. Man hat insgesamt nur zwei wichtige Abgänge, mit Tim Starke zum einen und zum anderen mit Pfeiffer, wo man jetzt mal noch schauen muss, ob man ihn vielleicht nicht nochmal bekommt für eine Saison, aber auch so finde ich, dass sie gut aufgestellt sind. Sie haben einen guten Trainer mit Lieberknecht, der mit einer offensiven Spielweise überzeugen kann. Zudem haben sie nun auch noch mit Wilhelmsson für den Sturm ein absolutes Top-Talent gekauft und ich denke, dass sie an der steigenden Vorsaison anknüpfen können und am Ende auf Platz 3 landen. Also Darmstadt eigentlich gar nicht so schlecht, also was ich gesagt habe, stimmt alles. Sie waren tatsächlich noch souveräner, auch weil andere Teams eben verkackt haben. Und trifft es eigentlich ganz gut. Am Ende wurden sie Zweiter, also eigentlich recht ähnlich. Als nächstes haben wir dann den HSV auf Tabellenplatz 2. Ja, nicht auf 1, das werde ich gleich noch näher erläutern. Aber was den HSV betrifft, da finde ich, dass der Aufstieg auf jeden Fall Pflicht ist. Der Kader wurde in der Breite verstärkt und qualitativ gesehen hat der Kader viele Spieler auf dem allerhöchsten Zweitliganiveau und daher rechne ich fest mit einem Aufstieg. Man könnte jetzt sagen, das hieß es in den Vorjahren auch immer, aber es ist jetzt das erste Mal, dass man in das zweite Jahr mit einem Trainer geht und ich denke, die Mannschaft hat mittlerweile die Abläufe unter Tim Walter verinnerlicht und kann das nun auch dementsprechend auf den Platz bringen und dann letztendlich auch den Aufstieg perfekt machen. Vielleicht, aber wenn dann nur über die Relegation. Sie wurden nämlich Dritter. Ja, ein Punkt Differenz, was den Platz angeht. Ich hätte es tatsächlich schon erwartet, dass sie hochgehen. Am Ende haben sie es wieder nicht direkt geschafft, aber ja, stimmt von der Tendenz her schon so mehr oder weniger. Und bevor wir jetzt weitermachen, ich habe es euch ja eigentlich schon im Intro des Videos verraten, was jetzt kommen wird. Ich glaube, das wird die größte Differenz, die man überhaupt haben kann, aber wir hören mal rein. Und damit kommen wir jetzt zum Meister, je nachdem wisst ihr jetzt schon, wer es ist. Und zwar ist es der andere Absteiger mit Arminia Bielefeld. Und da muss ich jetzt mal sagen, vielleicht falle ich mit der Prognose aufs Maul, denn man hat viele Stammspieler verloren mit Pieper, Ortega, Wimmer, Nilsson und auch Brunner. Aber ich denke, dass jetzt andere Spieler mit viel Talent in den Vordergrund rücken können. Man hat ja im Kader immer noch Spieler wie Okugawa, Krüger, Serra, Lasme, Vasiliadis, Hack, Klos, Bello oder auch einen Capino im Tor, der auch nicht schlecht ist. Und ich finde jetzt trotz dessen, dass es nicht viele qualitativ hohe Neuzugänge gab, dass man dennoch noch eine Mannschaft mit großer Qualität hat, der ich mit einer abgezockten Spielweise auf jeden Fall den Aufstieg zutraue. In diesem Fall sogar als Tabellenerster und somit als Zweitligameister. So viel zu Bielefeld. Sie wurden 16er, spielen Relegation, aber nach unten. Das war auf jeden Fall ein Fehlgriff und ich verstehe es auch ehrlich gesagt nicht, weil die Qualität ist im Kader, das kann man nicht verleugnen, aber mit den Trainerentscheidungen haben sie es komplett verkackt, muss man halt auch sagen. Dennoch, vielleicht war es auch ein bisschen zu viel, die als Erster zu tippen, muss ich auch an mir selbst kritisieren. Aber dass sie so schlecht sind, gibt der Kader definitiv nicht her. Somit habe ich letztendlich bei einigen extrem gut gelegen. Bei einigen war die Einschätzung so ein bisschen daneben. Und bei vielen habe ich komplett daneben gegriffen. Bielefeld, Unterschied von 16 Plätzen, Heidenheim von 11, St. Pauli von 8, Nürnberg von 9, Sandhausen von 6, also da sind wirklich richtig schlechte dabei, KSC 8 Unterschied, Magdeburg 5, Lautern 5, ja, weil ja, Nürnberg 9, habe ich das gesagt, keine Ahnung, war auf jeden Fall extrem schlecht von mir.
Somit letztendlich ein Unterschied der Plätze von 82 in der Summe. Also viel schlechter geht's, glaub echt nicht. Das ist wirklich schwach, auch wenn einige gut waren. Aber was will ich machen? Gibt's Kommentare? Ja, einer, der auch prognostiziert hat, er meint, Hannover könnte richtig enttäuschen. Ja, kann ich ihm eigentlich recht geben, im Grunde. Schauen wir uns mal seine Prognose an, hat glaube ich auch bei der Bundesliga-Prognose kommentiert. Braunschweig wie ich, Regensburg richtig, Sandhausen tiefer ist gut, Magdeburg, Karlsruhe, naja, Bielefeld, Digga, ist der Hellseher, Bielefeld auf 13 tippt er. Okay, Digga, ja, okay, lag dann am Ende doch an mir, ich hab scheiße getippt, er weiß alles. Lautern auf 12 geht auch klar. St. Pauli 11, ja, besser wie ich zumindest. Rostock 10, auch stabil. 9 Hannover, Fürth ein bisschen zu hoch auf 8. Kiel auf 7, auch gut. Darmstadt ein bisschen zu tief im Vergleich zu mir. Nürnberg auf 5, ja, kann ich nichts sagen, hab ich genauso. Heidenheim auf 4 ist natürlich besser wie ich. HSV auf 3, ja, ist richtig. Paderborn auf 2 zu hoch, Düsseldorf auch. Also, ja, okay, ist auch nicht überragend, aber schon von den Tendenzen her besser wie ich. Und vor allem Bielefeld, ja, keine Ahnung wie, aber er wusste es. Freut euch auf jeden Fall auf die Prognose zur nächsten Saison. Kommentiert dann auch gerne fleißig mit euren. Vielleicht seid ihr dann in einem Jahr wieder in der Reaktion dabei. Das also soweit zu meiner Reaktion. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.